Listen to your heart. Meine Ex, lesbisch, erzählt überall, wir hätten uns getrennt, weil ich ihr zu schlecht im Bett wäre. The shade. But now the real tea. Yo, Leute! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist Mick und ich bin Kostas, dein Boyfriend. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Was machen wir heute? Wir setzen heute die Brille der Allwissenheit auf und beantworten Fragen im Gay-Jesus-Format. Exactly. Ich hatte ja auf meinem Stream-Kanal, der heißt übrigens Kosta, ihr könnt ihn mal auschecken, falls ihr ihn noch nicht kennt, letztens mit Miriam, mit Yaoi Miriam, mit der ich das ja normalerweise mache, gestreamt. Mit und der dann, virtuellen Version. Mit der virtuellen Version von Miriam. Und dann schrieb jemand, es wäre cool, wenn du das mal wieder auf deinem Hauptkanal machst. Und ich dachte mir, weil ich diesen Kommentar bekommen habe, machst du mit Dark Victory ein Video? Habe ich dich eingeladen? And now we do it! Yeah! Du weißt, was jetzt folgt, nicht wahr? Ehe wir anfangen, müssen wir uns noch verwandeln. 3, 2, 1. Fühl mich gleich allwissender. Meine Brille ist dreckig. Für die Leute, die nicht wissen, was Gay Jesus ist, ich habe einen Telonym-Account eingerichtet, der heißt @gayjesusk. Da könnt ihr uns Fragen zum Thema Liebe und Sex einsenden und die beantworten jetzt. Dann würde ich sagen, labern wir gar nicht weiter vorweg und fangen einfach an. What? Ich finde, diese Brille ist so dreckig, ich kann gar nicht lesen. Ich habe die gerade noch sauber gemacht, warum ist das so? Bei mir sind lauter Lensflares drin, ich sehe irgendwie lauter geile Lichtpunkte. Die erste Frage. Ich, weiblich 14, bin vielleicht asexuell, aber das ist das Problem. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich einfach spätreif. Meine Familie würde es nicht ernst nehmen, wäre ich lesbisch und so weiter schon, weil ich noch jung bin. Aber alle anderen sind schon daran interessiert und ich gar nicht. Im Gegenteil, die Vorstellung fühlt sich unmenschlich an. Ich glaube, das liegt auch daran, dass es nicht so viel Repräsentation für Asexualität gibt, dass es einfach weniger Leute kennen und dadurch, glaube ich, so erstmal unnormaler wirkt. Aber ist es nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob sie mit der Frage meint, weil es kann ja auch wirklich sein, dass sich das sexuelle Interesse einfach später entwickelt, weil Pubertät ja auch nicht bei jedem gleichzeitig hittet. Es könnte sein, aber ich finde das Letzte, so die Vorstellung daran unmenschlich, das klingt ja schon eher nach einer Abneigung, ne? Ja, aber es kann natürlich auch sein, dass es mit der richtigen Person dann erst passiert. Mhm. Das Wichtigste unterm Strich ist, dass es völlig egal ist und auch wenn andere Leute dich gerne in Schubladen packen wollen und das unbedingt wissen wollen, warte einfach und höre auf dein Herz. Listen to your heart. Das ist wirklich so. Aber ich finde trotzdem, ein guter Tipp vielleicht an deine Eltern wäre, dass sie schon ernst nehmen sollten. Weil ich glaube, wenn du von außen diesen Druck hast, dann stresst du dich halt und denkst so, ja, es soll jetzt kommen, weil ich nicht will, dass meine Eltern denken, ich bin komisch oder so. Ja. Deswegen zeig ihnen gerne dieses Video und diesen Ausschnitt. Und das ist interessant. Das wäre auch eine Frage, die Miriam, glaube ich, interessieren würde. Also, ja, ich bin 16, seit Jahren schwul und I love boys. But ich denke in letzter Zeit manchmal daran, etwas mit einem Mädchen zu haben und das tönt mich dann an. Es ähnelt ein wenig dem Gefühl, welches ich hatte, als ich gemerkt habe, dass ich eigentlich auf Jung stehe. Denn auch jetzt fühlt es sich falsch an und ich liebe es, gay zu sein. Und mich so zu bezeichnen. Naja, passt zu deiner Theorie, dass Sexualität wandelbar ist. Liebe Grüße an Gay Jesus und Yaoi Mick. Wow. I don't think that stands there. Ich fand das einfach so interessant, weil es ja normalerweise immer andersrum ist. Ja, aber er hat ja auch gesagt, dass er eigentlich sich als bisexuell geoutet hat. Und das klingt zuerst auf dem Weg zum Gay-Sein. Okay, aber es klingt ja trotzdem nach entweder einer bisexuellen Veranlagung, was ja auch dafür spricht, so, weil ich finde, nach dem Outing ist erstmal alles hyper-gay so und dann kann ich mir auch vorstellen, dass sich über die Zeit erst so eine Balance entwickelt. Ich meine, mich frage, entwickelt, denn wir sind allwissende Gay-Jesuses. Vielleicht ist es auch einfach das Spannende und das jetzt Verbotene, was so aus deiner Reichweite ist. Vielleicht ist das auch der... so gay ist, dass es verboten ist, Mädchen sexy zu finden? Ja, vielleicht ist da aber auch der Gedanke so, was wäre denn wenn? Das ist ja auch so ein bisschen Norm und Sittenbruch und das kann ja auch schon wieder sexy sein. Also ist halt die Frage... How funny is that, dass wir jetzt als Schwuler in eine Hetero-Richtung zu denken, als Sittenbruch bezeichnen. Ja, wie du auch selber gesagt hast, Sexualität muss halt nicht definitiv sein und wenn du den Gedanken an Mädel sexy findest, ist es doch eigentlich cool. Und ja, ich glaube, du musst vielleicht selber darauf achten, jetzt dem Label nicht zu viel Gewicht zu geben. Weil so, du verlierst ja nichts von deiner Schwulheit, nur weil du auch mal ein Mädchen gut findest. Also doch, genau das Label verlierst du dann, weil dann bist du nicht mehr schwul, weil ja, dann bist du halt ein anderes Label. Aber sein Leben verändert sich ja gar genau, nicht genau, es ist halt einfach nur irgendein Sticker, der dann ein anderer ist oder eine andere Fahne, die du schwenkst, wenn du eine Fahne schwenken willst. Aber muss man auch nicht. Aber das heißt ja nicht, dass du dadurch jetzt eine andere Person bist oder Sachen, die du vorher gemacht hast, nicht mehr machen kannst. True. Aber außer der innere Konflikt, dass er sich halt sehr wohl in seiner Gayness fühlt, ne? Also, dass die angegriffen ist dadurch, dass er aber auch den Gedanken mit einem Mädchen... Irgendwie kann ich es auch sogar ein bisschen verstehen. Ja, keine Ahnung,
ich glaube, ich habe keine definitive Antwort. Schreibt doch mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Weil ich finde, so rum ist es echt mal spannend, das zu lesen. Okay, das fand ich auch interessant. Ich, männlich, 22, asexuelle Jungfrau, hier ist Asexual Representation in diesem Video, habe eine Ausbildung zum Sexualpädagogen absolviert, mache also Aufklärungsunterricht an Schulen und Jugendeinrichtungen. Ist das wirklich so weird, wie es mich die Gesellschaft glauben lassen möchte? PS, ich habe meinen eigenen Körper schon ausgiebig erforscht und spezialisiere mich in meinen Workshops auf Sex im queeren Spektrum. Ich finde es ungefähr genauso weird wie Lehrer, die dir über große, wie es nach der Schule weitergeht, Dinge erzählen und beibringen wollen, weil im Endeffekt gehen die auch zur Schule, gehen dann in die Uni und zurück zur Schule und haben auch gar kein Outer View außer von zweiter Hand. Und wenn du über Sex redest, auch aus zweiter Hand, finde ich, ist das nicht weirder als jeder Lehrer, der dir irgendwas übers Leben später erzählen will. Also ich finde es relativ normal. Ich finde es nicht schlimm. Keine Ahnung, du kannst vielleicht dadurch auch noch neutraler darüber sprechen. Das ist auch so die Sache, musst du erlebt haben, was du unterrichtest. Ja, so. Kann ein Biolehrer eine Zwiebel nur unter Mikroskop angucken, wenn er selber eine Zwiebel ist? I don't think so, also. Kann der Mathematiklehrer nur unterrichten, wenn er selber aus Zahlen ist? Wenn er keine Zahl ist? Ich glaube nicht. Also, ich glaube, du brauchst dir keine Gedanken darüber machen. Aber ich finde gerade, da kommt ja nochmal auch ein spezieller Turn rein, weil vielleicht würdest du sonst im Sexualunterricht oder in der Aufklärung gar nichts von Asexualität lernen. See. Und da bist du dann wieder einen Schritt voraus. Dieses Jahr bin ich richtig... Oh, ich war richtig schockiert, dass ich das gelesen habe, Alter. Meine Ex, lesbisch, erzählt überall, wir hätten uns getrennt, weil ich ihr zu schlecht im Bett wäre. Oh, the shade. But now the real tea. Wir haben uns getrennt, weil sie mich mehrfach betrogen hat. Wow. Wie geht man am besten damit um? Richtig, richtig gemein, ne? Weil du kannst dich jetzt entscheiden, gehst du auch down on the level und spillst jetzt halt überall das rum, was eigentlich ja mal privat war. Ich war so schockiert. Ich denke mir echt, ey... Ich bin 100% gegen Gewalt, aber die Bitch hätte meinen Slap verdient. Naja, aber wie eklig ist das? Weil es ist ja so, Leute lieben Drama und wenn sie rumgeht und überall erzählt, ja, wir haben uns getrennt, weil sie zu schlecht im Bett ist, dann werden sie es wahrscheinlich erstmal glauben. Wobei ich auch finde, sowas sagt auch mega viel über die Person aus. Voll, ich würde auch sagen, das ist immer diese Art von Person. Ja. Du hast genau ein Bild vom Kopf und denkst dir so. Ich glaube wirklich, eigentlich, ich ändere meine Meinung. Ich glaube, du brauchst gar nichts machen, weil würde zu mir jemand kommen und sagen, oh ja, ich habe mich von der getrennt, weil die so schlecht im Bett ist, würde ich denken, wie eklig bist du denn? Aber legit. Das so erzählst, Legit, Alter. Das ist doch was Privates. Ja, vor allem auch, wenn das ein Trennungsgrund für dich ist. Ja, ja. Auch sowas bist du für ein dummer Mensch. Ich glaube, du brauchst dir da gar keine Gedanken machen und ich weiß Sagt auch nicht. Mehr über sie als Ja, voll. Und ich denke mir auch, solche Sachen fliegen immer auf. Immer. Solche Sachen fliegen immer auf, also. Aber the audacity! Ja, ich dachte auch, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, what am I reading? Ich bin männlich 16 und möchte so gerne Nagellack tragen und mich schminken, aber habe Angst, deswegen gemobbt zu werden. Wie kann ich damit selbstbewusster umgehen? Supportive Friends ist, glaube ich, wirklich eine gute Sache, wenn du Leute um dich rum hast, die dich da hochhypen. Und die Erfahrung, glaube ich. Ich weiß, weil ich glaube, selbst wenn du Freunde hast, die dir sagen so, yo, das ist voll cool, das wird dir helfen, aber ich glaube, du musst es auch einmal machen, um irgendwie deine Erfahrung da zu sammeln. Und du brauchst aber auch das Backbone, das auszuhalten halt, ne? Weil wenn du zu unsicher in die Sache gehst, dann bist du halt ein gefundenes Opfer. Ja. Also wenn du es machst, dann own es halt zu 100%. Vielleicht? Ich kann dazu eine lustige Anekdote erzählen. In der Schule habe ich nämlich auch Eyeliner getragen, weil ich es irgendwie gefühlt hatte und richtig cool fand. So. Da war es auch so gewesen, so mache ich nicht. Und dann hatte ich so das schon so drauf gehabt auf dem Weg zur Schule und dann dachte ich so, jo, doch. Und dann habe ich es durchgezogen und keiner hat was gesagt. Ich glaube, 2-3 Leute hatten irgendwas mit Tokyo Hotel gesagt, aber das war so, fällt hinten runter. Ich habe auch sowas in England erlebt, weißt du noch? Ich war auch erstmal unsicher, aber nachher war ich anscheinend auch so cool, dass unser Nachbar das kopiert hat nämlich. Echt? Hat Kaniska auch getan? Ja. Aber ich glaube, das ist auch noch ein guter Tipp, was du gerade meintest, sei dir bewusst, dass Leute wahrscheinlich auch Scheiße labern werden. Aber ich glaube, wenn du dich darauf vorbereitest, dann trifft es halt nicht mehr so hart, weißt du? Aber to be fair, ich muss auch sagen, ich finde auch nicht, dass du rückgratlos bist, wenn du sagst, ey, ich schieb das noch weiter nach hinten, weil es gibt auch echt ätzende Schüler. Oh, eben, ich wollte auch gerade sagen, weil das Schulkonstrukt ist halt so gemein, ne? Weil da musst du halt jeden Tag wieder hin. Vielleicht kannst du es auch einfach mal beim Städteausflug in einer anderen Stadt probieren oder so zum Shoppen, wo man das einfach schon mal ausprobieren kann, ohne dieses soziale Konstrukt, in dem man gefangen ist. Was voll. Ja. Hi, also mein Crush und ich haben letztens geschrieben. Unglaublich, lol. Und auch übrigens über das Thema Masturbieren. Als ich ihm dann nicht sagen wollte, woran ich gedacht habe, sagte er, es würde ihn nicht stören, wenn ich dabei an ihn denke. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich finde das voll süß, das wäre sowas legit, was ich früher gemacht hätte. Ja. Das ist eigentlich aber schon von ihm ja eine
Hey, was du gemacht hättest, was ich zu dir gesagt hätte. Ja, ich hätte das früher auch bei Anna gemacht. Nee. Doch. Du bist richtig das Baby. Nee. Doch. Nee. Soll ich dir mal unser Freundebuch zeigen? Ist ja auch egal. Ja, tu es doch. Ja, es gibt halt zwei Varianten. Also man muss auch immer die Gemeinheit der Menschen mit einbedenken. Es kann natürlich auch sein, dass er dich trickt, weil diese Geschichten kennen wir alle von dramatischen Netflix-Serien und das mit seinen Freunden bespricht und dann ist es lustig, nee. Aber es, ja. Hä, aber er ist dann immer eher das Opfer. Wenn er sowas schreibt, dann würde ich sagen, oh, guck mal, also an ihrer Stelle, er hat mir gesagt... Ja, vielleicht will er nur rauslocken, dass sie es zugibt. Und dann ist es wie im Plüschmond von Horrorkissen, dass man macht dann so... Ja, kann sie doch auch machen. Er hat es geglaubt. Dieser Dumme. Stimmt, gute Vorbereitung. Ja. Ja, aber an sich, glaube ich, ist das einfach very hartes Flirten ja, Mann. Im Pubertätsmodus. Ja.